Du bist der Neue. Wir haben wieder einen neuen sauberen Traktor. Den zweiten von dieser Sorte. Ich finde, die sind schön schnell, sind kraftvoll. Also damit mein Favorit. So, mit dem natürlich jetzt den Ladewagen holen und noch erstmal ein Frontgewicht dran packen. Weil wir sonst wahrscheinlich ein Problem kriegen werden, wenn der Ladewagen voll ist. Nehmen wir das, was der andere hier gerade so blöd abgelegt hat, einfach. Der andere hat schon wieder durchdrehende Reifen. Was macht er denn da immer? Aber gerade eben hat er sich auch von selbst wieder befreit bekommen. Diesmal nicht. Nein, da will er hier zu weit. Wir wollen auch keinen Bahnversatz eigentlich. So, jetzt fährt er von alleine oder was? Was macht er jetzt? Fährt er jetzt schon wieder so komisch? Irgendwie nur diesen hier scheinbar. Oder er hat den ganzen Weg auf 3 Meter oder so generiert. Dann müssen wir mal schnell mal Fahrer entlassen. Aber wenn wir den Südwest, Nordwest deaktiviert, Vorgewende. Punkte gelöscht. Na, jetzt müssen wir wieder komplett neu, ne? Ach, scheiße. Ne, jetzt können wir doch nochmal neu und nochmal den wieder generieren. Arbeitsbreite auf 10 Meter, ist gut. Bahnversatz, nein. Kurs kopiert, keiner. Ach so, da kann man Kurs kopieren. Naja, Cosplay ist nicht ganz so einfach. Gerade wieder keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ah, haben wir ja alle nicht. Müssen wir tatsächlich neu machen oder was? So, jetzt hat er doch wieder den Kurs, oder nicht? Allgemeinen Kurs 9,90 Meter. Quatsch. Scheiße. Ach Mann, jetzt hat er das. Ach, jetzt habe ich den selber verkackt hier, den Kurs. Es tut mir ja so leid. Ja, es ist ganz schön verwirrend, was ich hier mache. Ich weiß, ich bin selber auch verwirrt. So, das ist jetzt wieder der richtige. Klapp erstmal wieder aus. Was soll das denn? So. Passt schon jetzt. Die Punkte löschen. Und mach erstmal löschen. Dann versuchen wir den wieder reinzubekommen. So, jetzt versuchen wir den. Haben wir den noch eigentlich oder nicht?
Kurs geladen, sagt er dann immer wieder. Ja, es tut mir leid. Ich bin selber auch genervt. Ich hab doch gesagt, also in der Zeit, wo wir diesen Scheiß hier mit Cosplay irgendwie richtig hinkriegen, hätte ich es wahrscheinlich auch selber schon geschafft. Ich weiß nicht, was es soll. Was weiß ich denn? Will er jetzt hin? Jetzt will er erstmal da die Strecke machen. Das ist scheiße. Mann, das ist so schade. Man könnte das wahrscheinlich so sinnvoll nutzen, wenn man es dann hinkriegen könnte. Wenn ich zu blöd dafür wäre, so wie ich scheinbar. Können wir nicht eigentlich alle Abfahrpunkte wieder löschen? Oder den Feldkurs berechnen. Geht's wieder nicht, oder was? Ach Mann. Lass mich doch einfach in Ruhe. Wo will er jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich guck mir nochmal Cosplay an, bevor wir das nächste Mal hier weiterspielen. Wo er jetzt hin will. In die Richtung geht das gar nicht weiter. Und hier haben wir eigentlich schon gemäht. Hör auf zu nerven. Verdammte Scheiße. Ich krieg die Wegpunkte hier auch gar nicht irgendwie wieder weg. Versuch starten wir noch. Wenn das nichts wird, dann wird das eben nichts. Ja, sie sind immer noch den anderen Kurs. Das scheint hier irgendwie, weiß ich nicht, kann ja auch ein Bug sein oder vielleicht bin ich auch ein bisschen zu blöd gerade dafür. Ich weiß auch nicht. Ich teste es nochmal. Wir wollen es jetzt erlernen. Dafür heizen wir aber nochmal. Also wie gesagt, mittlerweile hätten wir das Feld tatsächlich schon selber gemäht. Aber mit dem riesen Wender wahrscheinlich auch schon ein ganzes Stück vorangekommen. Aber so ist das nun mal hier im Leben des Landwirtschaftssimulators. Cosplay ist schon so eine Technik für sich. Wenn man die aber richtig einsetzt und damit auch Erfahrung hat, die mir eben leider noch so ein bisschen fehlt. Ja. Kann man sagen, schafft man hier doch auch alleine wahrscheinlich so viel wie im Multiplayer mit mehreren Spielern gleichzeitig. Und vielleicht kriegen wir es jetzt ja auch noch hin. Das war der erste Versuch gerade eben, dass der erste Versuch nicht klappt. Ja, ist jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich. Das kann man mal haben.
lag vielleicht daran, dass die Arbeitsbreite falsch eingestellt war, dass er den Kurs, also das Feld, auf 3 Meter vorgerechnet hat und er hätte es ja eigentlich nur auf knapp 10 Meter vorrechnen müssen. Hätte dann ja schon gereicht. Ich sehe auch, die Folge reicht eigentlich auch schon wieder von der Zeit. Also glaube ich, gucken wir uns dann gleich in der nächsten Folge an. Weißt du, in dieser Folge haben wir jetzt nicht so viel geschafft. Gucken wir uns gleich in der nächsten Folge ein, ob wir den Cosplay-Helfer jetzt richtig eingestellt haben. Oder ob er wieder den Weg nicht findet. So. Aufnahme beenden. Aufnahme pausieren. Temporärer Kurs, Wartepunkt, Kreuzpunkt, Wendemanöver, temporärer Kurs. Also wir machen Aufzeichnung stoppen. So. Jetzt gucken wir hier. Aktuell geladener Kurs, 9,90 Meter und mal bitte ein Feld vorrechnen. So, jetzt müsste er eigentlich gerechnet haben und wir können jetzt einen Abfahrer einschalten. Wo will er jetzt hin? Was ist dein Problem? Achso, das macht natürlich Sinn. Jetzt lässt er hier auch ein bisschen viel über. Aber zumindest fährt er wieder auf voller Breite. Hier lässt er ja gleich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr über, weil es hier breiter wird. Vielleicht hätte man das dann so auf, nicht auf 9,90 Meter, sondern vielleicht auf 9,50 Meter generieren sollen, den Kurs. Dann wäre vermutlich jetzt hier nicht so viel über. Gucken wir mal kurz. Gucken wir mal. Ach, ja. Da kommt er gefahren. Unser Cosplay-Helfer beim Grasmähen. Recht leise. Fährt er da vor sich hin. Naja, mal gucken, was er macht. Wir setzen uns mal wieder hier rein. Klappen mal wieder aus. So, senken und schalten an. Sehen wir mich jetzt auch gleich, was... Na, gleich kommt Regen, so wie es aussieht. Ist aber nicht so schlimm. Soll uns nicht stören. Eigentlich fahre ich, hatte ja gesagt, er soll keine parallelen Bahnen mehr fahren. Er müsste doch jetzt vorne im Kreis fahren, oder? Also wie es aussieht, wendet er direkt. Das macht aber auch nichts. Was nur ein bisschen blöd ist, dass jetzt hier noch so viel übergeblieben ist. Ist dann so. Shit happens. Auch das können wir sicherlich irgendwie mit dem Cosplay-Helfer machen lassen hier, das Schwaden. Der Bahnen. Das sind denn irgendwie nur, aber ja gut, wie viel wird da drin liegen? Das werden wir gleich sehen, wenn wir mit dem Ladewagen hier rüberfahren, ob zum Beispiel 50.000 auch schon nach einer Strecke voll ist. Müsste es eigentlich. Bei der Breite von diesem Gefährt. Ja, man hätte den Kurs tatsächlich noch weiter außen dann aufnehmen müssen, das Feld einfahren. Aber das kriegen wir alles schon noch hin.
Man sieht, es wird dunkler. Wir können ein bisschen Licht machen, nämlich jetzt kommt Regen. Schiedwetter haben wir mal wieder. Aber das stört uns ja beim Mähen und Gras einfahren nicht. Dreschen wollen wir ja gerade nicht, also ist das kein Problem. Ich bin ganz froh, dass der Cosplay-Helfer jetzt scheinbar den richtigen Kurs erwischt hat. Diese Aufzeichnung hier hätte man sicherlich auch sparen können. Er reicht zumindest, wenn der Mäher sozusagen vorweg arbeitet, wir hinterher arbeiten. Wir müssen gleich eh erstmal eine Runde warten, bis der Mäher hin und zurück ist, weil wir zu breit sind. Wir schaffen ja wieder viel zu viel. Achso, und da haben wir jetzt so ein, naja, so eine Spur über. Ja, genau deswegen. Müssen wir den jetzt mal kurz abschalten und wir müssen mal diese Kursaufzeichnung hier beenden. Macht ja gar keinen Sinn. So. Warte doch erstmal ein bisschen. Wir fahren mal mit dem anderen dahin. Das machen wir jetzt noch schnell. Ich weiß, die Folge ist schon wieder ein bisschen lang. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Aber das dauerte eben, bis man diese Gefährte da in Gang kriegt. Der Mäher arbeitet jetzt ja schön vor sich hin. Das andere machen wir alleine. Vorher mussten wir alles alleine machen. Und mit dem Wagen haben wir zumindest auch eine gute Kapazität, dass wir nicht zu häufig hin und her fahren müssen. Wobei, da hätte ich mir vielleicht jetzt auch nochmal einen Kurs vom Hof aufnehmen können. Da wir ja die ersten Ladungen auf jeden Fall zum Hof fahren werden. Und nicht zu Biogas. Das machen wir von der anderen Ecke. Und ich verspreche jetzt erstmal wieder kein Geld auszugeben. Wir werden jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld machen. Noch warten auf die nächste große Nachfrage. Unsere Lager sind jetzt ja prall gefüllt. Also große Nachfrage kann kommen. Und uns viel Geld einspielen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich über diese breite Bahn fahre, dass auch wirklich richtig viel in den Wagen schafft. Das werde ich auf jeden Fall noch kurz mehr angucken, bevor ich mich denn aus dieser Folge verabschieden werde. So, bremsen. Haben wir hier den ersten tatsächlich? So weit können wir doch gar nicht. Weiß ich nicht, kann sein. Oh, weiß ich nicht, ist bei dem Gras immer schwer zu beurteilen, dass jetzt schon vieles oder wenig ist. Auf jeden Fall, also wir kriegen. Ja, ich muss auch schon mal gucken, das zählt ja nicht für die Statistik, ne? Das ist ja keine geerntete Fläche in dem Sinne. Ich gerne wissen würde, wie viel Hektar hier die ganzen Grasflächen insgesamt haben. Das würde mich nochmal interessieren für die Map-Beschreibung dementsprechend auch. 16 Hektar, 20 Hektar oder 30 Hektar, was man so auch insgesamt weiß, weil man könnte das ja auch zu Ackerland umflügen. Wenn man noch ein paar mehr Felder möchte, gerade auch sonst für den Anfang, wo man sich die anderen Felder vielleicht noch nicht kaufen kann, kann man natürlich diese ganzen Felder hier auch bearbeiten und dementsprechend sehen, dreschen. So könnte man natürlich auch die Hektarzahl ein bisschen überprüfen. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen viel Arbeit, muss ich sagen. So, wir sind jetzt gleich einmal zurück. Wir haben doch immerhin schon mal
35.000. So, wir werden jetzt hier diese kleine Bahn zurückfahren. Müsste ja dann eigentlich schon reichen, das andere wäre zu viel. Wie gesagt, hier haben wir leider ein bisschen was stehen lassen, aber naja. Ist dann so. Aber gut, also ich glaube, es funktioniert. Wie sieht hier, hier geht fast gar nichts rein. Gerade eben bei der großen Linie, war da hat sich doch recht schnell gefüllt. Also denn, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn ich leichte Cosplay-Probleme am Anfang hatte. Ich hoffe, ich weiß in der nächsten Folge dann auch noch, wenn ich das nächste Mal aufnehme, wieder genau, wie es funktioniert. Ansonsten werde ich mich wieder reinfuchsen.